Hinter mir auf einer Seehöhe von 1200 Metern der wunderschöne Absetzwirt. Nur wenige Meter davon entfernt die Geburtsstätte des Wunderdoktors Höllerhansl und wiederum nicht weit entfernt die Johannes-Wunderquelle. Sie sehen also, wir sind heute im Geheimtipp Steinsmarhof, den vielen Wundern dieser Region auf der Spur. Ja, und allein schon die Musik am Anfang klingt, wie Harald Serafin sagen würde, wunderbar. Schon im 18. Jahrhundert machten Pferde und Fuhrwerke auf der Absetz am Gipfel des Rosenkogels Halt, um sich beim Absetzer auszuruhen und zu stärken. Das war eigentlich eine Zwischenstation zwischen Graz, Leibniz, Erfurt. Da sind sie da überher nach Kärnten rüber. Das ist da, bei uns haben sie einen Höhepunkt erreicht gehabt und dann ist es weitergegangen auf die Heyworm ins Kärntnerische rein. Da haben sie abgesetzt, abgerostet oder so dergleichen und daher ist der Name Absetzwirt. Ein anderer Höhepunkt, allerdings kulinarischer Art, wird beim Absetzwirt erreicht, wenn die berühmten Brandteigkrapfen zubereitet werden. Wen wundert's bei diesem Anblick? Ja, das Rezept vom Brandteigkrapfen, das ist eigentlich ein Geheimnis vom Absetzwirt. Das macht die Frau und das weiß ich selber nicht ganz genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist er wunderbar und am besten ihr probiert es noch mal. Der Absetzwirt ist, wie man hört, eine musikantenfreundliche Gaststätte. Nicht zufällig hat sich hier ein musikalisches Großereignis etabliert, das Rosenkogler Waisenbläsertreffen. Wir haben begonnen im 89er Jahr mit einem Waisenbläsertreffen. Da waren vielleicht 100, 150 Leute mit zwei Gruppen. Und wenn man es jetzt beobachtet, sind es im Schnitt zwischen 2 und 2.500 Leute herum und 10, 15 Gruppen aus ganz Österreich, Südtirol, Bayern. Das Waisenblasen wird auch heuer wieder stattfinden, traditionellerweise am dritten Sonntag im Juni. Die Waise ist ja eine Melodie, die kann eine gesungene sein, kann aber auch eine gespielte sein und wir blasen die ausschließlich mit Blechinstrumenten, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft, großteils auswendig und das ist eigentlich für die Zuhörer, die das gefällt und das sind Fülle, die Erfüllung. Nur unweit vom Absetzwirt entfernt liegt Rachling, ein idyllischer Ort am Rosenkogel in der Weststeiermark. Sowohl die wunderschöne Messkapelle, die 1930 feierlich eröffnet wurde, als auch die Lourdesgrotte, die mit Steinen um eine Quelle gemauert wurde, sind das Werk eines berühmten steirischen Volksheilers, des Wunderdoktors Höllerhansl. Als Urinschauer wurde er weit über die Grenzen der Weststeiermark hinaus berühmt. Ich vertrete den Höllerhansl schon einige Zeit. Wenn es irgendwo einen Film oder irgendwas gibt oder irgendeine Reportage über den Höllerhansl, dann bin ich an erster Stelle, der den darf wieder verkörpern. Der Höllerhansl mit bürgerlichem Namen Johann Rheinbacher untersuchte Geruch, Farbe und Sedimente des Urins seiner Patienten und behandelte die von ihm diagnostizierten Leiden mit einem speziellen Kräutertee, der in großen Bottichen zubereitet wurde. Ich habe schon den Kräutertee getrunken. Er ist ganz gut zur Entschlackung. Schmecken tut er nicht gut, das ist immer so bei den gesunden Sachen, aber ja, entschlackt. Ja. Wo kriegt man den? Den kriegt man da im Wirtshaus von Höllerhansl nebenan, kann man den kaufen und es gibt ihn auch in verschiedene Apotheken. Auch wenn man es kaum für möglich hält, diese Bilder stammen nicht aus der Vergangenheit. Es gibt sie also noch und sie fahren noch. Die mächtigen Zeitzeugen aus einer anderen Epoche. Im November 1892 wurde die Steinzer Bahn in Betrieb genommen. Damit wurde die Marktgemeinde Steins an das Streckennetz der Graz-Küflach-Eisenbahn angeschlossen. Zwei Dampflokomotiven leisten heute noch wunderbare Dienste, allerdings als Zugpferde für den berühmten Steinzer Flascherlzug. Das ist eine typische altösterreichische Schmalspurdampflok aus der K&K-Ära, gebaut 1900 von der Lokomotivfabrik Wien-Floridsdorf. War eigentlich die weit verbreiteste Schmalspurlok in der Donaumonarchie und es sind hier bis 1922 etwa 70 Stück gebaut worden und heute sind zahlreiche dieser Maschinen als Museumstück in ganz Österreich noch im Dienst. Alles einsteigen!
Der Steinzer Flascherlzug, eine Attraktion für sich. Jedes Jahr lockt er über 20.000 Fahrgäste an. Der Name des Zuges stammt aus einer Zeit, als in Rachling der Wunderdoktor Höllerhansl gewirkt hat. So reisten viele Leute mit der Schmalspurbahn an, hatten im Handgepäck ein Flascherl mit Urin und suchten den Volksheiler auf. Daher die Bezeichnung Flascherlzug. Ja, Eisenbahnromantik pur. Das ist das Schönste, was es gibt. Da kommt die Kindheit Erinnerung wieder. Ne? Haben Sie die Urinflasche mit heute? Na, freilich. Aber momentan noch nicht angefüllt. Die kleinere Ausgabe des Flascherlzuges fährt im historischen Spielzeugmuseum von Fritz Freidl in Rachling. Hier erzählen Spielzeuge aus längst vergangenen Tagen viele, viele Geschichten und laden einfach dazu ein, bestaunt zu werden. Eine Zeitreise zurück in die Kindheit. Ein anderer Überhammer der Region ist der Steinbruch der Brüder Rath in der Gemeinde Marhof bei Steins. Hier wird der einzigartige Steinzer Hartgneis angebohrt und mittels Sprengung zu Fall gebracht, anschließend sortiert und mit einem modernsten Hydraulikhammer zerkleinert. Schließlich wird das Material den einzelnen Produktionszweigen zugeordnet. Am bekanntesten sind wohl die Steinzer Platten. Diese wunderbaren Eigenschaften von dem Stein sind seine Beständigkeit. Naturstein ist generell ein sehr beständiges Baumaterial. Und neben der Beständigkeit ist es auch sicher seine schöne Ausprägung. Der Steinzer Gneis enthält Eisenverbindungen. Und diese Eisenverbindungen machen diese besonders schönen rotbraunen Verfärbungen des Materials aus. Es ist ein metamorphes, ein Umwandlungsgestein, das durch hohen Druck und hohe Temperatur umgewandelt worden ist. Deswegen haben wir eine höhere Dichte als zum Beispiel Granit, was bedeutet, dass das Material extremsten Belastungen standhält. Dennoch, die Arbeit am Naturprodukt erfordert besonderes Fingerspitzengefühl. Nur so kann der Hartgneis seine reine Schönheit erlangen. Geliefert wird er in die ganze Welt. Wir produzieren Mauersteine für Wandverblendungen, für Trockenmauern, für den Gartenbereich. Wir machen Zierfelsen, wir haben eine Schotterproduktion für den Straßenbau. Wir produzieren Stufenanlagen, das geht hin bis zur Küchenarbeitsplatte. Also ist sehr breit gefächert. Am Rosenkogel oben steht. Breit gefächert ist auch das musikalische Repertoire der Region Marhofsteins. Am Rosenkogel interpretieren die Rosenkogler Sängerinnen das über Generationen überlieferte Steinzertallied. Wenn mir die Augen lass, das Herz blieb still zu Gott. Hab Dank, dass du mir oben hast ein Hütlein hergebaut. Drum sei gegrüßt, mein Steinzertal, du unser dich viel tausendmal, dir gilt mein liebes Wort, mein liebes Wort. Auch mein liebes Wort galt seit diesem Tag dem Herzen der Weststeiermark. Und so entschied ich mich, in Steins zu übernachten. Der vor kurzem eröffnete neue Steinzerhof war da genau richtig. Ich checkte mir also schnell ein Zimmer und war gleich vom modernen Vier-Sterne-Hotel begeistert. Das Resümee: 92 Betten in 46 Zimmern auf 3 Etagen sowie 2 Suiten. Und mein Resümee? Was haben wir heute nicht alles erlebt? 3 Musikgruppen, die Waisenbläser, die Rosenkogler Sängerinnen und die Tanzmusik Absetzwirt. Anschließend sind wir mit dem Flascherlzug gefahren, haben die Geburtsstätte des Wunderdoktors Höllerhansl besucht. Wir sind nun quasi geheilt. Dann ging es auf einen Abstecher in einen Steinbruch, aus dem die wahrscheinlich berühmtesten Platten der Welt stammen. Ein wenig staubt es noch. Ja, und zum Abschluss haben wir eingecheckt in dem soeben eröffneten 4-Stern-Hotel Steinshof. Aber jetzt ist langsam bitte Schluss mit dem Filmen. Obwohl, wir sehen uns gleich wieder beim Essen. Geschäftsführer und Küchenchef des Steinzerhofs ist der Starkoch Heinz Breschern. 6 Monate lang hat er an seiner Hightech-Küche getüftelt. Er wagt den Spagat zwischen bodenständiger und neuer Küche.
Das ist ein Thermostat, das heizt quasi das Wasser. Das hat genau die Temperatur zwischen 0,01 Grad genau. Und da drinnen habe ich ein Kalbsschulterscherzel vakuumiert und es wird bei 56 Grad quasi gegart 19 Stunden lang. Serviert wird das Schulterscherzel mit Semmelkrein, Wurzelgemüse und Speckofenkartoffeln. Und auch die Nachspeise hat es in sich. Also ich habe da drinnen einen Schokomus in der Easy-Flasche. Da drinnen ist Flüssigstickstoff und ich sprühe jetzt da rein. Mache quasi so einen Kuchen draus. Also ein Schokokuchen im umgekehrten Sinne. Drehe das Ganze dann um. Das gefriert jetzt richtig so durch. Was bringt das, wenn man das mit dem Stickstoff macht? Ja, ich kann das ganz schnell runtergefrieren und einfach die Textur dann da draußen vor dem Gast. Also einfach das leicht gefrorene, das cremige, das taut dann direkt am Tisch draußen auf. Ja. Picasso hätte in Heinz Breschern wohl seinen Meister gefunden. Ein Bild zum Anbeißen, das noch mehr Appetit auf Steins macht. Steins, eine Perle der Weststeiermark mit 2400 Einwohnern. 1177 wurde Steins erstmals urkundlich erwähnt. Erster Bürgermeister der Marktgemeinde war 1850 niemand geringerer als Erzherzog Johann. Den Charme von Steins macht einmal sicher der noch sehr lebendige Hauptplatz aus. Wir sehen die Schanigärten, wir sehen die tollen Häuserfassaden, die logischerweise vom Ortsbildkonzept her auch passen. Wir haben das Schloss Steins, den Flaschelzug und von hier aus kann man auf der einen Seite, man kann hier genießen und man kann von hier aus tolle Touren machen in die Weinberge, zu den Buschenschenken, zu den Winzern. Also wir haben eigentlich für jeden etwas. Als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, sodass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Und genau so ein Wunder ist auch die Heilquelle Bad Sauerbrunn in Marhof. Schon die alten Römer kannten die heilende Wirkung des Natronsäuerlings und nutzten es als Heilmittel gegen die Pest. Eine wissenschaftliche Analyse zeigt, das Wasser enthält größere Mengen an Kohlensäure, Calcium, Natrium und Magnesium. Heute ist es wieder eine beinahe Pilgerstätte. Es kommen sehr, sehr viele Leute her, die das Wasser mitnehmen in Flaschen, die hier Wasser treten. Seit 1935 ist es als Heilwasser anerkannt, das heißt, es hat schon seine Wirkung. Wenn ich herkomme, dann trinke ich das, aber es nehmen sehr viel mit zum Bauen oder für die Gicht. Sehr eisenhaltig ist es, ist sicher ein gutes Heilwasser. Die Zechen stößt man nicht mehr auf wie früher. Ne? Nein, aber wirklich, das hilft. 1983 haben sich dann die Gemeinden Marhof, Steins und Kreisdorf entschlossen, das Quellhaus samt Grundstück zu kaufen. Auch der Bürgermeister von Marhof ist längst von der Heilkraft des Wassers überzeugt. Auf alle Fälle, ich weiß, also, dass es hilft und Gott sei Dank, und ich trinke das fast täglich jetzt als Therapie. Tue natürlich auch mit diesem Wasser ein bisschen immer wieder ein Bad nehmen. Da muss man ein Mischungsverhältnis ungefähr 50-50 nehmen, dann passt es. Und das hilft dann wirklich. Ob klassisch zu Fuß, mit einem neumodernen E-Bike oder mit einem historischen Traktor, im Winzerhaus Sierling 1 in Marhof ist jeder die Nummer 1. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Gäste mit dem Fahrrad sogar bis auf die Terrasse fahren können. Das war ein alter Bauernhof und den haben wir komplett umgebaut für einen Buschenschank und die wunderbare Aussicht in die Weingegend und natürlich nach Steins hat uns den Anreiz gemacht, dass wir da Gäste herbringen wollen. Und zu Gabi Schaar kommen sie regelrecht in Scharen. Der Schilcher, die Brettljause und auch die Krapfen, alles Nummer 1. Sierling ist das Ried, also die Gemeinde ist die Marhof, das Gebiet ist da Sierling und die Hausnummer haben wir Nummer 1. Sie sind die Nummer 1? Ja, natürlich, schaut's mir an. Ja. Und so steht im Weinkeller nicht zufällig der heilige Urban, Schutzpatron der Winzer. Ich darf euch unsere Hausspezialität zum normalen Schilcher haben wir auch dem blauen Wildbacher gleichgepresst. Also der ist die blaue Wildbacher Traube wie die Schilcher Traube, nur ist er gleichgepresst und ist ein weißer Wein. Von Sierling 1 geht es wieder zurück nach Steins. Dort betreibt Gabi Schaar gemeinsam mit ihrer Familie den Schilcherlandhof, wo sie uns heute eine wahre Spezialität zubereitet. Einen Käferbohnenstrudel. Wir haben gestern am Abend noch die Käferbohnen, die getrockneten, eingeweicht,
haben es heute in der Früh gekocht, haben Karotten, Lauch, Zwiebel geschnitten, eine Semmeln und mit Ei und Gewürze verfeinert und das geben wir in einen hausgemachten Strudelteig hinein. Nach 25 Minuten im Backrohr wird der Käferbohnenstrudel mit Schilchrahmsauce serviert. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. 20 Jahre Osterfeier bei der Familie Thomann in Sierling 34. Der Höhepunkt war auch heuer wieder das Abbrennen eines 7 Meter hohen King-Spannkreuzes. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher. Wenn Sie sich nun wundern, warum diese Sendung langsam aber doch zu Ende geht, dann hat dies einen Grund. Es gibt nämlich noch mehr Wunder in der Region Steinsmarf, doch diese sollten Sie am besten selbst entdecken. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Baba.